Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal den guten alten Koop-Modus, beziehungsweise den neuen Koop-Modus, denn heute kam ein Update raus und dort kann man jetzt mit der ersten Ordnung und auch dem Widerstand in dem Koop-Modus spielen. Das hier ist auch dieses neue Markierungssystem, von wegen, wo möchte man hingehen. Das kam auch ein neues Update. Und ja, es gibt zwei neue Einheiten, den Sith Trooper und auch den neuen Jet Trooper bei der ersten Ordnung. Beim Widerstand gibt es natürlich auch nochmal den Spion und den Gunner und die werden wir uns natürlich ebenfalls nochmal anschauen. Aber in diesem Video würde ich sagen, schauen wir uns den Sith Trooper doch einmal genauer an. Und ich werde das noch ein bisschen zusammenschneiden, deswegen, na, ihr werdet gleich sehen, wenn ich ihn habe. Da vorne ist aber auch schon, guck mal, da ist schon der Spion. Den haben sie sogar hier schon eingebaut. Der hält aber auch ordentlich was aus, du. So, liebe Leute, da sind wir auch schon bei der Auswahl und wir sehen schon, der Sith Trooper kostet 1000 Punkte, der Jet Trooper kostet ebenfalls 1000 Punkte und was mir vorher gar nicht bewusst war, ist, der Jet Trooper ersetzt tatsächlich den vorhandenen Jet Trooper. Ich habe auch mal geguckt, beim Widerstand wird tatsächlich auch der Wookie ersetzt. Das heißt, der Wookie ist gar nicht mehr spielbar jetzt beim Widerstand und der alte Jet Trooper ist ebenfalls nicht mehr spielbar beim Widerstand, sondern es gibt nur noch diese Einheiten hier. Also diese neuen Einheiten plus halt, ja, den vorhandenen. Bei der ersten Ordnung wäre das halt der Flammenpuppler, ne? Und bei den anderen wäre das in dem Fall... Oh, der hat so einen aufladbaren Schuss. Cool. Cool, cool, cool. Und bei den Widerstand wäre das dementsprechend der Jump Trooper oder den Jet Trooper, den es dort gibt. So, Sith Trooper sieht auf jeden Fall optisch verdammt cool aus, wie ich finde. Und ich werde mal ganz kurz hier reingehen, um mal diese ganzen Fähigkeiten mir anzuschauen. Aber vielleicht lieber doch mal ein Stückchen weiter hinten, wo wir nicht so im Kampf sind. Ich hoffe mal, mein Team ist ganz gut. Aber die wollen wahrscheinlich alle so ein bisschen ausprobieren, ne? Hier Jakku als neue Map reingekommen in den Koop-Modus. Aber hey, Unterdrückungsgranate ist die erste. Wirft eine Granate, die Gegner in der Nähe Schaden zufügt, sowie kurzzeitig ihre Fähigkeit blockiert, Gesundheit zu regenerieren. Dann gibt's Suchertaktik. Scannt den Bereich und enthüllt die vier nächstgelegenen Einheiten oder Gegner. Die Anzahl der enthüllten Gegner steigt durch Eliminierungen. Und bei der rechten Fähigkeit haben wir Kampfeswut. Erhöht die Sprintgeschwindigkeit, Siege über Gegner, aktivieren kurzzeitig die Gesundheitsregeneration und verlängern die Laufzeit von Kampfeswut. So, beim Schießen merkt man schon, der schießt normalerweise ja relativ grob streuend eigentlich, aber sehr, sehr schnell. Aber wir können den Schuss auch irgendwie aufladen, habe ich ja schon gesehen. Und da schießt er so einen gewaltigen Schuss auf jeden Fall. Pam! Cool! Der ist super, der gefällt mir bis jetzt sehr gut. So, Fähigkeiten müssen wir natürlich auch noch gleich testen, aber erstmal sollten wir vielleicht wieder ins Kampfgebiet kommen. Dass wir jetzt hier nicht ganz unten rumstehen und hier einfach die Fähigkeiten einsetzen. Aber der wollte mich auch gerade anschauen schon, ja? Wollen wir den auch mal angucken von vorne so ein bisschen. Hey, 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 siehst ganz schön cool aus, du. Sieht ganz schön cool aus, du. So, beim Koop-Modus kann man natürlich vielleicht jetzt nicht unbedingt testen, wie viel Schaden das genau machen würde. Weil ich glaube, die Einheiten haben jetzt nicht die exakten Werte wie im Multiplayer an sich. Aber naja, komm, wir hauen mal das mit der Sprintgeschwindigkeit rein. Merkt man das? Oh ja, das merkt man schon. Ist jetzt zwar kein gewaltiger Unterschied, aber naja. Guck mal, der sprintet dann auch schon so ein bisschen anders. So, Granate können wir auch mal werfen. Explodiert direkt. Hier haben wir übrigens das neue Zeichen auch von den, ja, vom Widerstand quasi bei den Kommandoposten. Das kennen wir ja so noch gar nicht. Sieht auch komplett ungewohnt, aber echt cool aus, wie ich finde. Er macht gut Schaden. Er macht wirklich gut Schaden. So, jetzt gucken wir mal an, wie diese Fähigkeit hier aussieht mit dem Aufdecken. Ah, okay, man sieht die jetzt so durch die Wand. Ich habe schon mich gewundert, wie das denn aussieht. Man sieht da einfach nur so eine kleine Markierung über der Wand quasi oder durch die Wand durch. Sieht man dann immer, wo sind denn jetzt die Feinde? Und wir haben gesehen, wir konnten gerade 12 Stück aufdecken damit. Können wir nochmal einsetzen, weil jetzt werden die nächstgelegenen 12 Gegner aufgedeckt, weil wir schon so viele Kills gemacht haben. Da ist auch Finn schon. Na, jetzt habe ich die Granate auf mich selbst geworfen. Das war ja gar nichts. Das war ja überhaupt nichts. Also ich bin ein bisschen überfordert direkt am Anfang mit den ganzen neuen Fähigkeiten, aber er gefällt mir bis jetzt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Ich will natürlich auch nochmal mit dem Sekundärfeuer vielleicht über Distanz einmal schießen. Okay, das macht fast den One-Shot. Obwohl ich, glaube ich, ganz gut getroffen hatte. Der geht total daneben, das merkt man. So, einmal nochmal hier lang. Guck mal, decken wir nochmal hier die Leute auf. Das Aufdecken ist bei weitem nicht so stark wie das vom Arc Trooper oder halt auch vom Kommando-Druiden. Die dann wirklich, ja, die Umrisse quasi aufdecken von den Feinden. Der deckt halt wirklich nur so ein kleines, diesen kleinen roten Punkt halt quasi da drüber auf. Was halt doch ein bisschen wenig ist, natürlich. Darauf haben wir uns vorbereitet. Die sprechen auf jeden Fall auch normal. Also es sind jetzt nicht wie die Todestruppler beispielsweise. Oder war das gar nicht mein Typ? Ich glaube, das war schon mein Typ, der geredet hat. Ich denke schon. Ah, ich muss da oben. Ja, so.
Obwohl, es kann auch sein, dass es einfach nur meine Figur ist quasi. Okay, das macht gut Schaden. Sollen wir mal alle aufdecken? Hinter mir kommen sie. Oh mein Gott. Da ist noch einer hinter mir. So, nochmal. Laufspeed rein. Ah, der hat viele so passive Fähigkeiten, die einem kurzzeitig passive Boni geben, ne? Aber der heilt schon. Der heilt sich schon ganz gut hoch. Das ist auch schon der nächste. Der Gunner. Komm, Granate dahin. Aber die fliegt viel zu weit. Das ist ganz anders gelaufen, als ich das erwartet habe. Aber die hat eine gute Explosionsradius. So, den gucken wir uns natürlich auch nochmal genau an. Da liegt er schon. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, den zu spielen. Ganz kaum erwarten, die alle auch noch online zu spielen, natürlich. So, wieder werden hier so ein paar Gegner aufgedeckt. Das fällt einem wirklich schwierig. Durch dieses Aufdecken, das Aufdecken ist auf jeden Fall anders, als man das kennt. Von daher ist es auf jeden Fall schwieriger als erwartet. Aber guck mal, wie weit das aufdeckt. Guck mal, da hinten sind sogar welche aufgedeckt für mich. So, ich will mal gucken, wie viel heilt denn jetzt diese Fähigkeit extra. Oh, das heilt. Guck mal, wie viel das heilt. Das heilt eine Riesenmenge. Ihr müsst mal auf den Lebensbalken acht nehmen, wie viel. Oder ich kann es nochmal gerne versuchen, dass ich ein bisschen Schaden nehme hier. Weil bei der dritten Fähigkeit, wenn man... Ja, ich kann die jetzt gerade gar nicht aktivieren, merke ich gerade. Aber wenn man die dritte Fähigkeit aktiviert... Na, hat er den neuen Skin? Ja, der hat den neuen Skin. Cool. Wenn man die dritte Fähigkeit aktiviert, dann kriegt man ja auch erhöhte Heilung, wenn man einen Gegner besiegt. Und das halt wirklich saumäßig viel. Sehr, 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 sehr viel hat das geheilt. So, jetzt versuchen wir es nochmal. So, jetzt haben wir 200 Leben. Aktivieren die Fähigkeit mal. Und jetzt müssen wir nur noch einen Kill machen irgendwo. Ja gut, das ist Finn, das ist jetzt blöd. Jetzt regenerieren wir schon so. Wir werden es gleich nochmal versuchen. Natürlich ein bisschen unlucky, dass ich da jetzt eben Finn gesehen hatte. Als einzigen Gegner quasi. So, Scan da wieder rein hier. Oder Scan-Impuls. Boah. Guck mal, wie viel die Granate macht. Na, da bleibt leider nicht dran stehen. Die explodiert aber relativ schnell. Ne? Die explodiert schneller als ein normaler Thermaldetonator. Da ist auch schon wieder so ein Spion. Die sehen auch cool aus. Wie der da durch die Gegend schleicht, der Kerl. Komm näher, du. Wir können den Nahkampf nochmal angucken. Das hatte ich jetzt beinahe vergessen. Aber das ist einfach nur so ein normaler Schlag, so wie es ausschaut. Ja. Okay, jetzt versuchen wir nochmal ein bisschen Schaden zu nehmen hier eventuell. Kommen die von hier? Ah, die kommen von da oben wahrscheinlich, ja. Momentan ist ja kaum einer da. Vielleicht gehen wir mal zu B rüber, da ist bestimmt mehr Action. Weil die will ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren, die Sache. Und jetzt können wir nochmal hier gucken, wie weit das alles aufdeckt hier. Ja, guck mal, wie der die da oben. Also das deckt wirklich sehr weit auf. Das deckt die nicht wirklich gut auf, also dass man es wirklich extrem gut sieht oder sowas. Aber das deckt die extrem weitläufig auf. So, komm, mach mir mal Schaden, Leute. Macht mir mal Schaden hier. Ich will gerade den Schaden nehmen. So, okay. 134 Leben. Wir hauen die Fähigkeit rein. Jetzt versuchen wir mal, den Kill hier zu machen. Und dann klappt es nicht mal. Dann macht er mich einfach fertig, der gute Mann. 23.000 Punkte. Gut, wir haben auf jeden Fall keine Probleme, nochmal den Sith Trooper zu nehmen. Ich werde natürlich, wie gesagt, das alles auch so ein bisschen rumschneiden dann. Und die anderen Figuren auch nochmal nehmen, weil das ist hier meine erste Folge quasi, die ich hier aufnehme mit den neuen Einheiten. Deswegen ist hier gerade für mich sehr viel neu. Und deswegen, ne, neue Einheiten erstmal so ein bisschen antesten und angucken, wie die denn so alle sind. So, jetzt können wir nochmal gucken. 200. Oh, Ray ist hier hinter mir. Das wird nicht gut enden für mich. Das ist geil. Ich will das doch nur ausprobieren, liebe Leute. Ich will das doch nur ausprobieren. Kann doch nicht sein, dass mich dann die Raider andauernd attackiert. Geh doch mal lieber hier unten hier den Kylo aufhalten, Ray. Das ist doch dein Kaliber und nicht ich. Können wir bei dem Spawn tatsächlich, ja. Das Finn. Ja, oh, der ging aber schnell down dann. So, erstmal wieder alle aufdecken. So, komm, ein bisschen mehr Schaden brauche ich noch. Ein bisschen mehr Schaden brauche ich noch. So, jetzt gucken wir mal, wie viel das jetzt hochheilt. So, da kann man sich einigermaßen gut gegenheilen, ne? Jetzt auch nochmal, so von 80 ungefähr. Das heilt ordentlich. Die Fähigkeit ist verdammt stark. Wenn man damit einen Kill macht, das heilt wirklich sehr gut. Komm nur her, Ray. Oh, oh. Können wir die mit dem Sekundärfeuer abschießen? Ja, bestimmt. Das geht bestimmt auch durch den Block durch. Und da wird man rausgeschmissen. Ja, das ist merkwürdig, dass man jetzt rausgeschmissen wird. Das ist ja ganz merkwürdig, dass man jetzt rausgeschmissen wird. Na gut.
das war trotzdem mal der erste Einblick so in den Sith Trooper rein. Hat trotzdem ja Spaß gemacht. Ich fand die Einheit trotzdem ganz cool. Schade, dass man jetzt rausgekickt wird. Ich hätte gerne das Ende von der Map noch gesehen, aber ich denke mal, da haben wir genug Zeit, bei den anderen Spiel-Sessions das noch zu machen. Und von daher, das war's dann erstmal mit dem Sith Trooper und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis denn!